Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Megaprojekt. Ich nehme wieder mit Traps auf, deswegen sollte es normal aussehen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt auch funktioniert. Weil, naja, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber, naja. So, mal gucken. Das klappt, aber ja, das sieht doch gut aus. Wir haben insgesamt, ja, ein bisschen mehr als 2 Stacks Fleisch eingesammelt. Und ich habe einen coolen Tipp bekommen von einem Kommentar. Und zwar, dass ich mir mit Yuyumeta Lava mache. Weil das ist dann nicht Lava in einem Eimer, sondern so eine Lava. Und wenn ich die irgendwo platziere und danach nicht update, dann ist es der... Oh, hab ich mich erschrocken. Alter. Dann ist der Lava das total egal, ob unter ihrem Block ist oder nicht, weil sie fließt einfach nirgendwo lang. Ich gehe zum besten hier hin. Das ist ewig hier. So. Das heißt, ich kann sie einfach hier hinpacken. Bams. Und nichts passiert. Genau. Ich weiß aber nicht, ob das cool aussieht oder nicht. Was man vielleicht überlegen könnte, dass man die Lava irgendwo auf halber Strecke irgendwo platziert. Aber ich weiß es nicht. Nein, ich lasse erstmal da, kann ich später noch gucken. Dann sehe ich mal oben nach. Ja. Ja, das nervt. So. Da scheint alles zu funktionieren. Nehme ich mal an. Das Teil müsste leer sein. Genau. Und die tummeln sich hier so ein bisschen umher. Und sind auch nicht zu viele und so. Das passt. Gut. Ich mache hier kurz was raus. Inventar voll. So. Dann gehe ich kurz schlafen. Es aufhört zu regnen. Ah, es ist keine Nacht. Das ist natürlich nicht so schön. Egal. So ein paar Sachen weg. Hier Wetter. Fences. Alles Mögliche. Und dann werden wir uns heute nochmal ein bisschen mit der Magie beschäftigen. Und zwar möchte ich auf jeden Fall einen neuen Zauberstab machen. Und den machen wir. Oder erstmal sage ich, warum wir den machen. Und zwar hält. Oder, ja doch, hat er einfach. Mehr Wiss, dieser hat 50 und der neue hat dann 250. Und den machen wir uns in dem... Ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist. Nee. Mal gucken. Ich frage mich, wie man auf dieses Rezept kommen soll, wenn man dieses Buch hier erst mit einem Zauberstab machen kann. Das macht keinen Sinn. Egal. Hier vielleicht? Achso, das müsste ich erstmal erforschen dadurch. Oder, ah ne, hier. Genau. Ein Wand of Adept. Und der, ja, steht hier nicht drin, oder? Wie viel der hat? Ne, auf jeden Fall hat der 250 und dafür brauchen wir einfach einen normalen Zauberstab und dann Erde, Feuer, Luft. Feuer, Erde, Wasser. Luft, Feuer, Erde, Wasser. Muss ich mir merken. Kommt das Teil da rein. Dann Luft. Feuer, Erde, Wasser. Ringsherum. Also zack, zack, zack. Und zack. Und da hätten wir diesen Zauberstab. Dann brauchen wir noch Magie. Habe ich vergessen, was hat denn noch Magie? Außer, ach genau, diese Moss Stones, die wollte ich mir auch mal machen. Damit ich die... Nee, gar keine Magie. Die Bücher hatten ja teilweise Magie. Egal, ich nehme jetzt erstmal einfach wieder die Dinger. Nehmen wir zum Beispiel Erdteile. Wie viel brauche ich? 8 Stück. Müsste ich gleich mal nachgucken.
Das waren 3, oder? 4, 5, 6, 7. Ich guck mal kurz. Nein, reicht noch nicht. Dann aber jetzt hoffentlich. Genau. Und zack, wir haben einen besseren Zauberstab. Und ja, mit dem können wir jetzt coole Sachen machen. Dann würde ich gerne ein paar mehr von den Dingern erstmal erforschen. Oh Mist. Das war nicht gut, was da oben passiert ist. Und zwar ist die Kuh da einfach hängen geblieben. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wundert mich aber. Naja, das heißt auf jeden Fall, dass wir die Lava weiter in den Raum platzieren müssten. Aber wo genau, weiß ich nicht. Ich nehme jetzt erstmal einfach kurz Eisen. Und, obwohl, ich mache das direkt mit Basalt. Das heißt, ich brauche Basalt, aber nicht diesen Basalt, sondern ganz normalen Basalt. Also den hier, genau. Dann nehmen wir unsere Handsaw. Die sollte ja hier drin sein wahrscheinlich. Genau. Und dann machen wir hier raus. Ich muss mal gucken. Genau, die Dinger hier. Sagen wir mal 8 Stück. Also 8 Stück wegnehmen. So. Dann daraus Panels. Daraus Covers. Und dann daraus Cover Strips. Und dann daraus Corner. Das heißt, damit können wir jetzt hier drum herum gehen und quasi so einen kleinen Tunnel entstehen lassen. Oh, sorry. Na gut. Nein, weg da. Weg. Nein. Okay, ich hätte das direkt wegnehmen sollen, aber egal. So. Wunder mich aber, dass es geupdatet wird, weil eigentlich ist das hier oben, aber wahrscheinlich wird ja das irgendwie mit abgedatet. Aber egal. Ich mache auf jeden Fall erstmal hier weiter. Das ist ziemlich nervig mit dem Jetpack. Und dafür will ich dann auch mal diesen Mode hier aktivieren. Das war auch total schnell. Eigentlich nach unten. Naja, nehmen wir jetzt die Corner-Dinger. Und die kommen auch da dran. Oh. Mist. Dann brauche ich das Teil. Ah. Ich glaube, da macht es Sinn, sich so ein kleines Gerüst zu bauen. Gleich. Achso, komisch. So. Und muss ich halt gucken. Ja doch, ich mache jetzt hier nochmal eins dran auf jeden Fall. Nehme ich mal Dirt und mache mir so ein kleines Gerüst. So. So und so. Dann, genau, das hier einfach dran. Zack. 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 Zack, dann die Corner-Dinger. Was ist das so? Nee. Nein. Hey. Wird sogar angezeigt, warum kann ich nicht rechts klicken? Das ist natürlich kacke. Obwohl, so ist es sogar falsch. Glaube ich, oder? Moment, wenn ich jetzt so mache, genau. Nee. So, müssen die nämlich alle hin. Das heißt, die können wir wieder abreißen danach. Und erstmal so, das war auch falsch. Lol. Wo genau steht das Teil drauf? Ach, hier. So.
Geht's weg. Und so. Genau, so ist richtig. Und dann halt da drunter noch. Und dann kommen die oberen Dinger wieder weg. Das auch erstmal. Oh Gott, ist das nicht kompliziert, aber so nervig mit den Microblocks. So. Okay, das geht. Sieht man nur wieder nicht. So. So. Nein. So. Und zack. Gut. Dann. Oh Gott, wie mache ich das denn? Ich muss ja die Lava irgendwo platzieren. Und daneben. Oder. Ne, es geht nicht. Moment, dann mache ich das nochmal, das Ganze. Also zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und so. Cover dran. Und oben geht's besser vielleicht. Obwohl, ich mach die Teile erstmal ab. Das war wieder falsch. So. Ja, komplett. Ich muss kurz dahin. So. Dann das weg. So, so. Und so. Gut. So, dann die Cover wieder hin. Und da kommt da einfach die Lava rein. So. Mal gucken. Zack. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Und dann muss ich jetzt halt nur noch genau zielen, aber einfach dagegen. Moment, wenn ich das genau dagegen mache, dann müsste das nach unten hingehen. Dann müsste ich es da oben machen. So. Genau. Okay. Und jetzt müsste ich eigentlich, da finde ich mir das hier, falls da was schief geht, hier unten das gleich nochmal dran machen. Ja. Ah. Aua. Das tut weh. Na gut, dann mache ich es gleich nochmal. Kurz was essen. Also. Zack. Zack, zack. Das war falsch. Ich meine, hallo, das wird da angezeigt, geht da nach oben. Das ist doch total doof. So. Das geht nach oben. Bin ich da im Weg oder wie? Das geht einfach nicht. Ich glaube auch hier dahin. Nein, so. Geht nicht. Warum nicht? Bin ich im Weg? So, nein. Oh. Zack. So, dann das jetzt da dran und drunter. Zack. Das gleiche hier. Mal gucken, jetzt überall drunter. So, so und so. Das weg, das weg, das weg und das weg. Und das war irgendwie falsch. Irgendwie aber auch nicht. Hä?
Ja, es geht einfach nicht weg. Toll. Neuer Versuch. So, weg mit dir. Gut. Und du auch. Fall jetzt ab, Alter, ohne Witz. Weg mit dir. Was habe ich jetzt da drüber kaputt gemacht, oder was? Wenn etwas Spaß macht, hier dann Microblocks setzen, ey, ohne Witz. Und die wieder abreißen. So, gut. Dann klebe ich mich wieder an die Decke und versuche das jetzt so zu machen. Genau, das passt. Und dann kommt nochmal Lava in die Mitte. Und so, gut. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und es kommt jetzt wieder da oben hin. So. Sollte auch da bleiben. Und das finde ich so eigentlich ganz cool, glaube ich. Mal gucken. Du kommst mal wieder dahin. Mister. Ja, das wird es eigentlich nicht aufsammeln. Nein. Nein. Dankeschön. Ja, die Blumen sammelt er auch auf von der Eisenfarm hier. Wenn die mal irgendwo da hinfallen. Aber das soll er ruhig machen, wenn er Lust hat. Ja, ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so. Ist eigentlich okay. Dann. Genau. Magie. Also. Wir hatten ja hier die Theorie of Everything. Und die werden wir heute weitermachen. Und zwar kommt die hier rein. Zwei Sachen haben wir schon, aber es gibt hier so gut wie alles, würde ich sagen. Deswegen packe ich einfach mal das zum Beispiel rein. Und ja, das war's. Magie ist nicht dabei. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Dann nehmen wir mal. Nee, nicht das, sondern das auch nicht. Essen. Da gibt's direkt zwei. Dann nehmen wir das vielleicht. Hatten wir schon, aber Totenkopf. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir nochmal probieren. Aber Rotten Flesh haben wir auf jeden Fall genug. Dann Kohle, Fackeln, Spinnenweben. Alles möglich. Also die Theory of Everything. Hier 35% complete. Das heißt, wir haben ja vielleicht ja, ein Drittel. Also müssen da mindestens 15 Dinger gleich sein. Okay, nicht mindestens eigentlich. Höchstens. Wenn diese Angabe stimmt. So. Dann das hier. Nein, gibt's nicht. Kohle. Nein, auch nicht. Was hätte ich geholt? Genau, das hier. Nein. Gut. Lava Bucket. Vakus. Genau, da hole ich mir mal Bowls. Dann das vielleicht für Maschine, dann das hier, mal sehen. Ja, das wird gebraucht. Bowls, nein, aber Lignum vielleicht. Dafür möchte ich normales Holz haben. Jo, ich nehme einfach, nee, egal, ich nehme vielleicht mal Werkbänke, weil das hat ja Fabricio. Und vielleicht wird ja beides gebraucht. Boah, das sehen wir jetzt alle. Nee. Na gut, dann hole ich mir kurz normales Holz. Ich glaube, obwohl, bringt es das mehr? Das hier, nee, das hat 8. Ein normales hat wahrscheinlich dann nur 2. Dann ist das egal. Ach, ist schon fertig. Na gut. Da muss ich mich eben aufladen. Einmal das und dann auch das Jetpack. Und dann gucke ich gleich nochmal eben in die XP-Kammer.
Okay, jetzt. Gucken, was da so abgeht. Level 28. Oh, nur noch ein Buch. Wow, das ist doch cool. Krass. Ich frage mich, warum das so voll ist. Hier waren wahrscheinlich Leute unterwegs. Ja, das ist cool. Mal gucken, hoffentlich haben wir irgendwas Cooles. Sharpness ist gut. Ich packe einfach alle Guten zur Seite mal. Also, Potency ist ja eigentlich gut, aber ich glaube, das hat man ziemlich oft. So, das ist nicht gut. Respiration kommt hier noch drauf. Ja, das ist gut. Zack. Sharpness. Ja, Protection, brauche ich das noch? Für das Teil, ja. Warpal. Haste, damit kann ich schneller laufen. Unbreaking. Protection 4. Charging. Yes, sehr schön. Bin auf Arthropods. Arthropods, Potency. Fungal. Ja, die kenne ich alle schon. Na gut, dann. Muss gucken. Also Charging ist ja für Zauberstäbe, das heißt, den hier könnte ich gleich zum Beispiel schon mal verzaubern mit Charging. Und der würde sich dann immer wieder aufladen. Und ich glaube, dafür nehme ich auch diesen Zauberstab, weil ich die anderen Zauberstäbe nicht wirklich brauche. Ja, der Feuer- und Eiszauberstab, die sind ziemlich unnötig, finde ich. Obwohl, ja, ist halt ganz cool, wenn man Tiere töten möchte oder so, dass sie halt dann brennen. Aber ansonsten gegen Spieler oder sowas bringt das nichts, finde ich. Oder nicht viel. Dann der Blitzzauberstab ist halt ziemlich cool, weil der quasi automatisch aimt. Ist ziemlich, gegen Wisps ziemlich stark. Aber egal, ich finde den eigentlich zum Teil am coolsten. Ja, das habe ich schon beides. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Achso, herbar. Ich nehme das einfach, davon habe ich recht viel. Und hoffe nur, dass das reicht. Ja. Gut, dann kommt das wieder weg. Du kommst auch mal da rein. Dieses Wolfteil. Der Wolfkopf. Ja. Ich weiß nicht, was noch den Wolfkopf hat. Ich esse mal das. Dann Papier. Flint, Pfeile, Obsidian, glaube ich nicht. Mein Inventar ist so voll. Also das hier bestimmt, genau. Dann Flint für Instrumentum. Dann Papier. Nein, haben wir schon beides. Na komm, wir brauchen noch 6 Stück. Werde ich aber gleich wieder nachgucken, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Ja, die haben ja auch verschiedene Effekte. Aber ich glaube, da habe ich schon alles was. Achso, genau. Metallum. Hatte ich noch nicht ausprobiert, glaube ich. Genau. Ach, jetzt sehen wir schon alles. Nice. Gut, dann sortiere ich immer ein bisschen was aus wieder. Ja, das. Das. Die Hau kommt gleich weg. Packe ich mal ein paar Sachen hier rein. So, kommt eh wieder alles links raus. Das passt erstmal. Und dann gucke ich mir an, was ich hier alles brauche. Also, Tutamen, dafür nehme ich Leder. Davon habe ich jetzt auch ziemlich viel. Ach, da hätte ich die Federn sparen können. Dann Fungus. Ja, würde ich mal sagen. Pilze. Aber ich glaube nicht, dass ich viel Pilze habe. Mal gucken. Die wären ja, wenn hier. 6 und 0. Aha. Dann Blumen. Moment, die haben 2. Achso, die haben 4, okay. Macht also doch Sinn. Gut, das passt schon. Pilze. Ich hoffe mal, das reicht. Ja, das wird reichen, gut. Dann, ja, Sound und Venemum.
Poison Drug Emperor. Da würde ich mal hier drauf schätzen. Nee. Ich dachte nämlich, das wäre giftig. Aber wohl nicht. Was ist noch giftig? Also richtig giftig. Moment, was hatte ich denn eben im Kopf? Wenn ich das hier einschmelze, dann kommt da ja auch Cinnabar. Ne, dann kommt da Quecksilber raus. Und ich meine, dass das giftig ist. Das war giftig, oder? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich mache mal ein bisschen was davon. So. Das behalte ich. Ja, Gift. Sehr schön. Nehme ich mit. Kommt da rein. Boah. So. Und Sonus. Da denke ich mal. Könnten Jukeboxen rein. Noteblocks. Oder irgendwas, was Sound macht. Aber ja, Noteblocks. Nehme ich mal. Und dann wäre das schon. Haben wir sogar noch. Dann wäre das. Die einzige Research Note, die wir so gemacht hätten, glaube ich. Okay, es gab schon vorher vielleicht ein paar. Aber auch gleichzeitig die größte. Und zack, fertig. The Theory of Everything. Mal gucken. Having studied the classic elements, you now think it is time to broaden your study. Bla 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 bla. Ich denke mal, hiermit können wir uns einfach. Erstmal bringt das halt mehrere Sachen im Endeffekt. Dass wir halt hier noch irgendwas Cooles machen können. Und dann, ja, das war's. Und da kommt dann auch noch der Zauberstab, der dicke. Achso, können wir hiermit machen. Ja, genau, dafür brauchen wir aber einen Nether Star. Und den habe ich ja momentan noch nicht. Kann ich mir aber relativ einfach. Nur mit ein bisschen Zeitaufwand eben holen. Und das werde ich vielleicht das nächste Mal machen, wenn ich eine Turtle programmieren will. Weil beim Turtle programmieren steht mir auch nur rum. Genau. So, dann mache ich mir vielleicht mal ein paar Bücher. Und zwar. Mal gucken. Habe ich noch Woodchips? Woodchips. Nein. Habe ich noch. Ich hatte mehr Sugarcans. Habe ich alles für Papier ausgegeben, glaube ich. Hier habe ich noch ein bisschen was. Da mache ich mir nämlich neue Bücher. Leder brauche ich, habe ich unten. Zack. Einmal da rein. Okay, mach mal unten. Das geht besser. Zack. Dann. So und so. Ne, so. Und Bücher. Leder fehlt. Ja, nicht mehr das Leder. Zack. Und dann hätten wir es. Genau. So. Nehmen wir wieder mit und das kommt da rein. Und da kommen die Bücher, auch wenn es nicht viel sind, wie nach unten. Level 30. Achso, aber das wartet jetzt, das Programm wartet bis... Hä? Es geht immer noch da... Ah ne, das wird hier aufgesammelt, glaube ich. Genau, und das kommt jetzt nach unten. Wird dann aufgesammelt. Und dann verarbeitet. Ach, hat jetzt alle direkt aufgenommen. Ja klar, macht ja Sinn. Und es kam was raus. Hier wahrscheinlich. Unbreaking 3. Jo, gut. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich glaube, Protection 4 würde ich auf die Hose machen. Ich packe mir die schon mal alle da rein. Und Haste bringt ja im normalen Minecraft Schnelligkeit beim Abbauen. Aber bei Feed the Beast ist das eine Magie. Hä?
Warum bist du nicht gestorben? Ah, umgebackt. Ist es eine Magie. Ist es ein Magie-Enchantment? Und da bringt es halt Schnelligkeit, wenn man es auf Schuhe packt. Und das werde ich deswegen auch machen. Genau, aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe erstmal, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Wertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!